Hallo und ein herzlich willkommen auf meinem Kanal, hier ist euer Maximus, ich begrüße euch zum Euro Truck Simulator 2 und heute mit einem richtig schönen russischen Urgestein, den Karmas, gut zu erkennen, Russland, EUS. Und ja, ich habe ja das letzte Mal gefragt, welche Tour ich nehmen soll und da gab es die meisten Äußerungen, ich soll nach Drama fahren, also Strecke 3, auch nach Duisburg oder irgendwie nach Afrika. Aber ich habe mich für, ja, die dritte Strecke entschieden. Aber ein kleines Fauxpas ist mir denn passiert, weil wenn ich hier diesen LKW mir aussuche, ist irgendwann mal die Strecke weg, weil ich muss ja quasi hier wieder herfahren. Aber ja, wie gesagt, ich habe eine neue Strecke, das geht nach Benghazi und ich hoffe, ihr habt nichts dagegen und irgendwann werden wir auch mal nach Afrika fahren. Und ja, weil ich ja nach Benghazi fahre, kam es mir, ui, schöner alter Mercedes-LKW, schöne Sache. Ja, ihr braucht jetzt nicht fragen, welche Mods ich hier drin habe. Ich weiß es selber nicht. Und hier, mein Golf kommt. Ja, Golf 6. Ja, schöne Sache. Und ja, deswegen habe ich mich für diesen LKW entschieden, weil der LKW passt nämlich sehr gut nach Benghazi. Glaube. Ja, gut, da kommt ein alter Volvo-LKW. Wir starten den mal und ihr merkt schon, er ist schon ziemlich laut. Er hat aber schon ein Navi drinne und ja, sieht toll aus. Und hier, ja, das nennt man russische Wertarbeit. Passt genau. Und ja, wie gesagt, wir werden jetzt mal losstarten. Oh, hier ein kleiner Fehler, aber sei es drum. Wir gucken mal, ob wir jetzt langsam hier rauskommen. Und ihr hört schon, die Kraft des Motors. Der ist so wahnsinnig laut. Aber der Blinker hört sich toll an. Ja, der hört sich richtig toll an. Guck mal den nochmal hinten an. Da kommt noch ein alter Scania. Auch eine schöne Sache. Ja, wie gesagt, wir werden mal nach unten fahren, nach Benghazi. Und werden mal schauen, ob wir die Fähre nehmen können. Und wow, schöne Sache. Das ist alles hier dieses Map-Pack, dass ich mal runtergeladen habe. Oh Gott. Hey, ist der laut. Und jedenfalls gab es da irgendwelche Probleme, wenn man mit der Fähre fährt. Mal sehen, ob ich die Probleme habe. Das werde ich jetzt nur so im Vorfeld sagen. Und ich bin Vollidiot. Ich fahre in die falsche Richtung. Warum fahre ich denn eigentlich in die falsche Richtung? Warum zeigt er mir das auf dem Navi nicht an, wo ich hin soll? Ich soll nach hinten fahren. Gut. Ah, wenn ich quatsche, dann bin ich so ein bisschen durch den Wind, ne? So, wir haben es geschafft. Oh, ist der laut. Wir werden jetzt einfach auf die Autobahn fahren. Das Navi, was ich jetzt hier drin habe, hat wahrscheinlich so kleine Probleme. Aber davon lassen wir uns einfach nicht stören. Wir fahren jetzt einfach mal auf die Autobahn. Er sagt, wir haben 42 Stunden Zeit. Also lange machen wir nicht. 1700 Kilometer. Und ja, andere Sache ist, wenn das neue Update kommt oder der neue Patch 1.13, dann gibt es auch die Achievements, ja, die man jetzt hier sammeln kann. Und Skandinavien, das könnte durchaus sein, dass das dann auch kommt. Aber wie gesagt, da müssen wir noch ein bisschen abwarten. So, fahren wir mal hier hin. Mal sehen, was wir bezahlen müssen. Nix. Das ist immer gut. Oh, ist der laut. Haben sie eigentlich ganz gut umgesetzt, weil wirklich in so eine alten LKWs kann man sich kaum unterhalten. Mal sehen, wie es ist, wenn er dann auf Hochtouren gefahren ist. Ob er da ein bisschen leiser wird. So, fahren wir mal hier hin. Nicht so schnell. Oh. Uiuiuiui. Ja, wir müssen natürlich fahren wie die Russen. Alles so eng hier. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist gar nicht so einfach. Ich weiß jetzt gar nicht, wo das Nest überhaupt liegt, wo wir jetzt hinfahren. Oh, fahr doch mal auf die andere Seite. Oh. Eieieiei. Also, wir gucken mal, was der uns sagt.
Plastik soll ich fahren. Und Benghazi. Benghazi, wo liegt denn Benghazi? Bin total überfragt. Verbleibende Zeit 80 Stunden. Nächste Pause in 8 Stunden. Oh ja, da habe ich ja eine richtig große Tour vor mir. Naja, gehen wir mal wieder aufs Navi. Aber eigentlich können wir es auch ausschalten. Wir können aber mal schnell auf die Map gucken. Um da einfach mal zu gucken, wo wir jetzt sind. Oh, meine Güte. Ich würde vorschlagen, dass wir bis zur... Ja, bis Ancona fahren. Ja, das ist ja ein ordentliches Stück. Da mache ich dann quasi einer Fähre einen Stopp. Und danach geht's dann quasi weiter. Also müssen wir uns ein bisschen sputen. Ihr wisst schon, dass wir das jetzt so schnell wie möglich hinbekommen. Mal wieder ein bisschen zentrieren. Und ja, mit den schönen russischen LKW. Gucken wir doch mal von außen an. Eigentlich der Mod ganz gut umgesetzt. Aber auch ziemlich laut. Oh, was ist denn hier draußen los? Hier wird gebaut. Und ein Hubschrauber fliegt dort hinten. Schön. Schöne Sache. Herrlich. So. Weiter jetzt im Geschäft. Ja, was gibt's eigentlich Neues? Eigentlich nichts. Es hat sich jetzt... ich habe mal geguckt, dass ich einen alten Mercedes-LKW in der neuesten Version jetzt irgendwie finde. Also die kompatibel mit der 1.12 ist. Und ja, aber nichts gefunden. Weil sonst hätte ich mich wahrscheinlich für Afrika entschieden. Und jetzt ist er endlich mal ein bisschen leiser. Ach, herrlich. Jetzt kann ich hier rollen. Und ja, aber die Motorgeräusche sind auf jeden Fall... Hören sich gut an. Die passen zu dem Spiel, ne? So, fahren wir mal hier rüber. Und gucken mal, was hier eigentlich los ist. Was da LKWs hier sind. Alter Volvo, den hatten wir doch vorhin schon, ne? Hier... Oh ja, ordentlich Verkehr hier. Ordentlich Verkehr. Fahren wir rüber. Und ja, ich fahre es immer noch nicht mit dem Lenkrad. Weil ich, ja, es geht einfach mit Tastatur richtig gut. Also. Und Lenkrad bin ich zu faul anzuschließen. Ich habe zwar so eine Halterung, wo ich alles montiert habe und bräuchte nur zwei Steckerreihen machen. Einmal für Strom und einmal USB. Und dann könnte ich loslegen, aber ich bin so faul. Naja, gut. Ja, wie gesagt, Mods etc., das kann ich, weil immer wieder die Fragen kommen, das kann ich einfach nicht nochmal irgendwie alles raussuchen. Das ist einfach zu viel, weil ich viele Sachen wieder runterhaue, dann wieder hochmache, neue. Und naja, das ist dann mir einfach... Ihr findet meistens, also von den LKW, wahrscheinlich werde ich einen Link reinmachen. Wenn ich es vergesse, dann müsst ihr nochmal sagen, Maximus, mach mal den Link rein. Oh scheiße, schon wieder geblitzt. Es gibt wirklich kein Video, wo ich nicht geblitzt werde. War mal richtig hier dahin, wo die LKWs hin müssen. Sonst gibt es wieder Ärger von euch. So. Gucken wir mal den richtig an. Ja, schön. 15 Euro. Ja, mal Licht an. Jetzt können ja alle mal in den Kommentaren schreiben, LKW-Fahrer etc., ob sie schon mal so einen alten russischen Kamaz gefahren sind oder mussten und ob er sich so in der Art angehört hat, ne? Ihr könnt mir vorstellen, der hat ein übelstes Lenkspiel und war auch wahrscheinlich so laut, weil die Dämmung war damals noch nicht so. Und ja, dass man ordentlich am Lenkrad rotieren musste, um ja, den von A nach B zu lenken. Weil, ja, ich kenne das nur aus den 1017, da war es schon ein bisschen schwieriger. Wobei ich da denke, die Umsetzung... ja, einfacher gestaltet ist oder mehr Komfort bietet, also ein 1017 als so ein russisches Urgestein hier. Und ja, ich werde das, wie gesagt, in zwei Parts unterteilen. Weil dann habt ihr ein bisschen mehr davon. Uah! Meine Gott, ich wollte doch nicht nach Bologna. Ja, die Italiener hier, die verwirren mich wieder hier. So, da kommt ein schöner...
Volvo-LKW. Gucken wir mal. Meine Container. Ach, herrlich. Schöne Sache. Oh, der hat echt zu tun. Ich habe jetzt den schwächsten Motor, den ich nehmen konnte, eingebaut. Das waren 360 PS. Durchaus ist mir bewusst, dass dieses Fahrzeug maximal vielleicht 150 PS hatte zur damaligen Zeit. Aber man sieht es hier, Turbo 360. So, was haben wir jetzt? Wieder eine Mautstation. Da war wieder ein Blitzer oder Kameras. So, fahren wir mal wieder ganz nach rechts. Oh, viele Details hier, ne? Also schön, 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 schön. Los. Ich kann fahren. Ach so, hier leuchtet es auch grün. Habe ich noch nie gesehen. So, gucken wir mal hinten. So. Attacke. Oh, was ist denn da für eine große Fabrik? Sieht aus wie ein Stahlwerk. So, wir gucken mal Interieur. Wie viel Sprit habe ich? 62 Liter verbraucht der. Hier haben wir QB-Tankstelle. Sagt mir gar nichts. Gucken wir mal. Aber ordentlich Verkehr hier. An den Tankstellen. Hier was los? Ne, hier ist nichts los. Hier, riesen Stahlwerk. Ja, für den, wo ich jetzt unbedingt mal nach Duisburg fahren musste, hier seht ihr, so ähnlich sieht es auch in Duisburg aus, ne? Ja, da war ich jahrelang arbeiten in Duisburg. War eine ganz schöne Strecke jedes Mal. Von meiner Heimat bis nach Duisburg fahren, also von Cottbus aus. Das ist nicht einfach, ne? Schon ein bisschen anstrengend. So, darum bin ich ja das LKW-Fahren gewohnt, ne? Oder das lange Fahren. So, wieder ein bisschen rüber. Vorausschauen fahren. Aber man, ganz ehrlich, wenn man hier so ein Spiel spielt, hier Euro Truck Simulator, dann nimmt man die LKWs auf der, ja, richtigen Straße, also in Real Life, anders auch irgendwie wahr, ne? Man achtet das halt irgendwie mehr. Also man fährt an eine Kreuzung anders irgendwie manchmal ran, wenn man weiß, dass von rechts will jemand ja, in deine Straßenseite einbiegen, dann nimmt man das irgendwie ein bisschen anders in Kauf, dass man vorher vielleicht bremst, weil ja der vielleicht noch ein bisschen mehr rudern müsste, um dann rechts oder links, jetzt besser gesagt, links steht der. Also er steht rechts und will links quasi abbiegen. Und ja, dass man da halt anders an die Straße ranfährt, macht man auf jeden Fall. Guckt sich auch die LKWs mal so genauer an. Also ja, das Interesse ist auf jeden Fall da, ne? Obwohl ein richtiger LKW-Fahrer sieht hier wahrscheinlich andere Sachen anders, wie ich das hier manchmal vielleicht erkläre. Und ich habe eigentlich überlegt, den LKW ein bisschen genauer vorzustellen. Aber ganz ehrlich, ich wollte jetzt einfach nur fahren mit dem Ding. Ich wollte einfach nur fahren. So, wir gucken mal. Ja. Wir haben schon über 100 Kilometer geschafft. Wir dürfen nur noch 80 fahren. Finde ich eine schöne Sache, dass sie jetzt sowas einpflegen, dass man auf der Strecke ist hier mit 80. Und ordentlich haben wir noch zu tun. Meine Güte. Wir werden aber nicht unterwegs schlafen, weil das kann der getrost bei der Fähre machen. Aber geht schön geradeaus. Oh, jetzt müssen wir mal Wechsel machen. Und komm, brems ab, brems ab. Ja, 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 gut. Ui. So, Navi wieder wegmachen. Wir haben jetzt erstmal schön lange zu fahren. Ich weiß gar nicht, hat der Tempomat eigentlich? Gut, im Spiel hat er ein Tempomat. Ich denke mal, im richtigen Leben wird er sowas nicht besitzen. Aber wir wollen ja nicht übertreiben. Ich guck mal den Scheibenwischer an. Oh, drei Stück hat er sogar. Uiuiuiui. Schöne Sache. Wo sind wir jetzt eigentlich? In der Nähe. Hermes überholt mich gerade. Ist natürlich nicht die Originalfarbe. Die sind ja sonst im Weiß. Ja, weiß müssten die sein. Naja, wahrscheinlich irgendwie so ein
Car-Paket bisschen fehlgeleitet bei dem Fahrzeug. Hier schön. T4 war das, glaube. Und was ist mit den Anhänger? Ein wenig verrostet, Red Bull. Ja, genau. Schöne Sache. Gucken wir uns mal ein bisschen an hier, wenn wir vorbeifahren. Aber immer, ach Gott, ja, nee, ich habe Angst. Auf der Straße gucken. So, kann ich jetzt vorbei? Ja. Ach, der Blinker ist einfach herrlich. Der erinnert mich so ein bisschen an, ja, den Unimog. Was ein wirklich geiles Fahrzeug ist, Hammer, wo man fast überall im Gelände durchkommt. Und ich gucke hier gerade so ein bisschen die Landschaft an. Die hat sich doch ein bisschen geändert. So, was ist hier jetzt los? Warum geht es hier nicht weiter voran? Fahren hier so langsam. Wahrscheinlich muss ich hier erstmal. Ich muss sowieso jetzt ab, ne? Ich gucke lieber auf das richtige Navi, weil das vertraue ich nicht ganz so. So. Ist der weg hier? Ja. Hey, ich schwenke hier was hin und her. Sagenhaft. Oh, mal ein bisschen transparenter machen. Und gucken wir mal, wo er uns hinführt. Ancona, da ist auf jeden Fall der Zielpunkt, unser Zielhafen. Oh, schön das Ding, schön und ach, kräftig. Gefällt mir. So, dort vorne müssen wir links abbiegen. Oder, nee, geradeaus müssen wir. Ich habe jetzt ein bisschen verwechselt alles. Schöne Sache. Einfach mal durchballern. Was hat der hier oben? Ach, ein LKW geladen. Wahrscheinlich zu irgendeiner Show. Da sind wir ja gleich da hier in Ancona. Da ist ja super. Ui, 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 langsamer. Oh Mann, ey, der schreit aber auch. 27 Euro, gut. So, war absichtlich jetzt mal ruhig, um einfach euch den Sound nochmal auf der Zunge zergehen zu lassen. So, 60 darf ich nur noch fahren. Naja. Nimm mal nicht so enge, ne? Mit den 60. So, was war los gewesen? Ihr seht die Mautstation und danach, ja, wollte sich das Spiel verabschieden. Ganz einfach, wenn man zu viel Mods drin hat oder ja, irgendwelche Änderungen kommen und man hat noch einen alten Mod drin, kann es durchaus sein, dass das Spiel dann abkackt. Deswegen immer wieder ein bisschen aufpassen, welche Mods ihr reinmacht und dann, ja, seid auf der sicheren Seite. Am besten seid ihr immer dabei, wenn ihr ja keine Mods benutzt. Aber wer will das schon? Okay, wir probieren es doch mal. Jetzt nach Ancona reinzufahren. Und ich hoffe, es kackt jetzt nicht nochmal ab. Drückt mir die Daumen. Deswegen kann ich auch nur sagen, vielleicht klappt es nicht, dass ich mit der Fähre umsetzen oder übersetzen kann. So, ihr fragt euch wahrscheinlich, warum ich jetzt hier stehe. Ganz einfach, immer wenn ich nach Ancona reinfahre, scheißt mir dieses Spiel ab und deswegen muss ich leider an dieser Stelle die Tour nach Ancona erstmal beenden. Ich gucke mich erstmal so ein bisschen um, was da vielleicht der Fehler sein könnte und ob vielleicht ja, eine neuere Map-Version Verfügung steht und dann geht es irgendwann mal weiter, dass ich vielleicht doch das nächste Mal nach Afrika fahre. Aber das muss ich im Vorfeld noch ein bisschen testen. Und ja, mit den Worten muss ich euch leider hier an dieser Stelle verabschieden. Ich hoffe, ihr nehmt mir es nicht so, ja, krumm. Und mit den Worten macht ihr Maximus einen Fisch. Haut rein, bis zum nächsten Video. Bye, bye. Ist das niedlich.